Liebe Schlussgangleserinnen, liebe Schlussgangleser, aufgrund von diversen Nachfragen haben wir uns dazu entschlossen, ein kurzes Erklärungsvideo für die neue Schwinger-App zu machen. Die neue Schwinger-App gibt es einerseits als kostenfreie Variante und andererseits könnt ihr ein Schlussgang-App-Abo abschließen. Vorteil sehen wir hier gerade von dem neuen Schlussgang-App-Abo. Die komplette App ist werbefrei, das sehen wir nachher gerade in der App drin. Und wir können von dem erweiterten Ranglisten-Service profitieren. Abladen tun wir die App bei Android-User im Google Play Store innen und bei Apple-User wäre das im Apple App Store innen. Haben wir die App abgeladen, können wir sie hier auftun. Dann haben wir einen kurzen Startscreen. Und ihr seht jetzt auch gerade, wir sind jetzt hier im kostenfreien Modus innen. In den kostenfreien Varianten, innen, wo obendrauf ein Werbefenster drauf ist. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, nicht von dem erweiterten Ranglisten-Service zu profitieren. Das seht ihr hier. Der erweiterte Ranglisten-Service beinhaltet eine Tickermeldung. Die sieht dann so hier aus. Und die Tickermeldung die kommt jedes Mal, wenn eine neue Rangliste verfügbar ist. Das ist nicht nur die Schlussrangliste, sondern das ist auch, beispielsweise, wenn ihr jetzt hier unten seht, eine Zwischenrangliste nach 4 Gängen. Um uns einloggen, ein Login zu machen, haben wir oben den Bereich mit dem Männchen und dem Kreis drinnen. Können wir dort drauf gehen und können uns dort, wenn wir schon ein Login haben, können wir uns hier anmelden. Daten, die E-Mail-Adresse sowie das Passwort angeben und auf Login drücken. Wenn wir noch kein Konto haben, haben wir hier unten die Möglichkeit, wo wir uns frisch registrieren können. Wir machen den ganzen Prozess jetzt gerade miteinander kurz durch. Dann wir hier die E-Mail-Adresse, eure E-Mail-Adresse eingeben. Zur Testfunktion habe ich jetzt hier eine E-Mail-Adresse kreiert für das. Und unter das Passwort, das ihr eingebt. Und könnt dann nachher, nachdem was wir die Sachen eingegeben haben, auf den Button Registrieren drücken. Jetzt seht ihr auch gerade, die Registrierung war erfolgreich, aber der Account muss zuerst noch mit einer E-Mail bestätigt werden. Gehen wir hier aus der App raus, gehen ins E-Mail rein und da seht ihr jetzt, das E-Mail ist gekommen. Vom Schlussgang, wo ihr jetzt hier im mittleren Bereich seht, wir müssen auf den Link klicken hier unten, sind jetzt auf der Webseite vom Schlussgang und haben das, den Account und haben den Account erfolgreich registriert, verifiziert. Jetzt können wir uns hier unten nachdem wir direkt noch einmal anmelden. Haben wir hier Test. Schlussgang. Und können hier noch das Passwort, das wir generiert haben, noch eingeben. Und können uns hier einloggen nachher. Jetzt seht ihr, wir haben uns erfolgreich einloggen, es funktioniert alles, wir haben das Profil, das Richtige, das wir hier sehen und weiter unten sehen wir haben kein aktives Abo. Wenn ihr jetzt das Abo abschließen, dann können wir hier unten dran auf Online-Abo bestellen gehen. Wenn wir hier drauf klicken, kommen wir auf Bezahlseite. Wir haben hier die 25 Franken pro Jahr für Schlussgang-App-Abo. In dem Schlussgang-App da könnt ihr euch nachher mit eurer Kreditkarte registrieren und das Ganze abschließen. Jetzt gehen wir zurück in die Schwinger-App hinein. Nach dem Ganzen, dass ihr euch also dass den Abschluss gemacht habt, müssen wir wieder oben drauf gehen. Wir sehen, die Werbung ist zwar immer noch da, und zwar aus dem Grund, weil wir uns noch nicht eingeloggt haben. Wenn wir jetzt hier oben drauf gehen und uns hier einloggen, seht ihr, wir sind erfolgreich eingeloggt worden. Wir haben erfolgreich ein Abo aktiv. Jetzt wird aber die Werbung immer noch angezeigt. Es ist wichtig, man muss die App kurz zumachen und wieder aufmachen.
Nachdem wir das Ganze gemacht haben, wir die App geschlossen haben und darauf haben gesehen, die Werbung ist verschwunden. Wir haben die vollumfängliche App ohne Werbung zur Verfügung. Jetzt sehen wir auch hier gerade im Gangticker drin. Wenn wir hier etwas weiter runter scrollen, sehen wir bereits den Ticker-Eintrag hier. Wo wir jetzt direkt drauf gehen können. Und wir können sagen, wir wollen die noch einmal runterladen. Jetzt haben wir die Schlussrangliste vom Eschenberg schwingend in Winterthur. Wie bereits vorgängig erklärt, haben wir hier die Schlussranglisten von jedem Schwingfest. Wenn wir etwas weiter runter gehen, sehen wir dann auch die Zwischenrangliste nach 5 Gängen. Ein bisschen weiter runter gehen, haben wir dann die Zwischenrangliste nach 4 Gängen. Ihr habt hier nach jedem Gang eine saubere Zwischenrangliste, die ihr direkt vom Ticker aus anschauen könnt. Das war es von dem Erklärvideo. Bei Fragen dürft ihr euch sehr gerne bei uns melden unter verlagertschlussgang.ch.